Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Kappenstein von Autohaus Jähn Classic und heute sind wir hier auf der Essener Motorschau und ich zeige euch mal wieder ein paar Eindrücke. Zuerst starten wir heute bei uns am Stand mit einem VW Käfer. Und zwar nicht mit irgendeinem VW Käfer, sondern mit dem 1303 mit dem Porsche-Umbau. Hier ist er. Ja, der 1303 als Cabrio ist 1974 zugelassen worden. Hier handelt es sich aber um einen Umbau. Und zwar hat es der Wagen getuned und darauf gehe ich jetzt im Näheren ein. 2004 bereits abgenommen worden und alles eingetragen. Das 1303 Cabrio hier ist in einem mega Zustand, aber ich zeige es euch einfach mal selbst. Wir haben hier ein 2004 umgebautes Fahrzeug, ein getuntes Fahrzeug. Das Fahrzeug hat die Kotflügelverbreiterung vorne und hinten und auch die Trittbretter. Alles aus GFK von Kärcher. Auch die Stoßstange vorne und hinten sind alles Kärcher Stoßstangen. Also wir haben hier schon mal einen super Leichtbau an dem Fahrzeug. Wir haben auf dem Fahrzeug, wenn du vorne schauen möchtest, wir haben hier eine polierte Porsche Cup-Felge, also die typische 993 Cup-Felge und eine Porsche Bremsanlage drauf, vorne Scheibenbremse, hinten haben wir Trommelbremse. Was wir hier vorne sehen, dass wir hier so eine große Scheibe haben, das ist fake, die ist nicht aktuell. Dahinter verbirgt sich ein Trommelsystem. Der Wagen ist, hat ein Fahrwerk drin von Bilstein, natürlich ein eingetragenes Gewindefahrwerk. Hier zeige ich heute, wir haben hier einen Momo-Lenkrad drin, ja, noch zu Zeiten D&W, das kann man mal rausmachen, das werden wir sicherlich verfeinern. Wir haben hier so ein paar Kleinigkeiten, die wir am Fahrzeug noch ändern wollen vor. Hier kommt ein Momo-Zeichen rein, das Lenkrad ist von Momo, kleines Sportlenkrad. Wir haben hier zeitgenössische enge Schalensitze von D&W. Wir haben hier verschiedene Armaturen drin, die zeige ich euch, der Ende ist gleich nochmal in der Nahaufnahme. Wir haben hier elektrische Fensterheber drin. Ich habe jetzt keine Zündung an, deswegen bleiben die oben. Das Verdeck ist richtig neuwertig, das ist mega. Auch der Himmel, wenn ihr das euch anschaut, im schwarzen Leder gehalten. Der ist innen drin komplett schwarz. Und auch die Türpappen, die sind alles in einem einwandfreien Zustand, fast neuwertig. Und wie es im Cabrio sein soll, haben wir natürlich auch Platz für die Kleinen. Die Sitze sind umklappbar und hinten hast du eine komplette Rücksitzbank, so dass wir auch die Kinder mitnehmen können. Also auch nicht nur ein Fahrspaß für Männer, sondern habe ich hier auch einen Fahrspaß für die Frauen. Das, was euch alle am meisten interessiert, was steckt dahinter? Das zeige ich als nächstes. Hinter der Klappe verbirgt sich der Motor. Wir haben hier einen Porsche-Motor, sprich eine Volkswagen-Porsche-Kombination. Wenn wir hier sprechen von einem Typ 4 Motor, der seinerzeit im Nasenbär drin war, 914 oder im Bulli, der verbirgt sich hier drin. Links und rechts, es ist ein Boxermotor, haben wir Doppel-Weber-Vergaser drin, sind 40er Doppel-Weber-Vergaser. Der Motor hat eine Leistungssteigerung. Wir haben eine Leistungssteigerung in der Hubraumerhöhung, 94 x 66 mm. Und wir haben die Ventile 41/34 mm. Eine Nockenwelle R0200 5.2er und die Weber-Vergaser, wie ich anfangs sagte, Doppelvergaser in 40er. Wir haben in der Mitte den zentralen Luftfilter, das ist ein S224 mit Filterelement in 310 x 170 mm. Das Axiallüfterrad, ne, was ich da meinte, hat einen Durchmesser von 245 mm. Und die Ansaugtrompeten, das sind, die Nummer habe ich nicht im Kopf. Wir haben einen geänderten Schalldämpfer hier drin stehen. Die Anlage besteht aus einem 4-in-1 Fächerkrümmer mit einem Adoption-Kennzeichen. Gehen wir noch mal kurz auf die Felge rein. Das ist ein Sonderrad, also sprich dieses typische, die typische Cup-Felge, die poliert ist. Wir haben die hier in 16 Zoll, die eingetragen ist. In dem hinteren haben wir 225/50 R16 92W. Was hier aber ganz klar zu sagen ist, diese Cup-Felge war nicht zeitgenössisch. Die ist erst von 93, der Wagen ist von 74. Und bei einer Felge von 93 ist der Wagen, bekommt er mit dieser Felge
Entschuldigung, mit dieser Felge kein Hartkennzeichen. Das Fahrzeug hat frisch HUAU-Abnahme, aber ein H-Kennzeichen war nicht machbar. Hinten hat er Trommelbremsen. Hier könnte man noch mal überlegen, ob man sich noch ein bisschen Zeit und Geld investiert und vielleicht sogar eine Scheibenbremse macht. Ansonsten, der Wagen ist, auch wenn ich hier die Türen öffne, in einem super geilen Zustand. Das Verdeck ist neuwertig, ist zwar schon 20 Jahre drauf, aber der Wagen ist in den letzten Jahren eigentlich nie bewegt worden. Was ich gerne machen würde, ich möchte euch den Motor starten. Der Wagen läuft ein bisschen fett, der müsste eingestellt werden. Wir haben den Wagen neu reinbekommen, der ist neu im Bestand und der ist noch nicht eingestellt. Trotzdem möchte ich euch einen ersten Einblick hier auf dem... Natürlich haben wir elektrische Fensterheber. Das muss ich nach rechts schwenken. Hier wäre eine Pass-Henning drin. Die lasse ich jetzt drin, die hole ich jetzt nicht raus. Schließen den ab, sonst haben wir gleich zwei. Nein, Quatsch. Was hier ganz nice ist, hier sind zwei Pass-Henning bei dem Fahrzeug. Du siehst, die ist auch von innen, ne, mit einem Leder ausgestattet, also die ist schon sehr hochwertig gemacht worden. Die Sitze sieht man natürlich jetzt auch viel schöner, ne? Die haben schöne Patina. Das finde ich immer mega geil, wenn die Sitze so ein bisschen Patina haben. Hier die Rücksitzbank sieht man, da hat nie einer gesessen, aber das hat noch so ein bisschen Patina. Sportlenkrad drin von Momo, sagte ich anfangs. Ja, eigentlich ganz nice. Hier hinten übrigens, Ennis, pass auf, das zeige ich dir. Guck mal. Sag ich mal. Das zeige ich dir, das Fenster, weil das seitwärts reinfällt, meine ich. Ne? Geil, oder? Cool gemacht, ne? Also ich persönlich hätte es ein bisschen originaler noch. Ich würde, also irgendwo fällt es mir, glaube ich, schwer, das Auto diesmal zu verkaufen. Ich finde es wirklich geil. Ich könnte mir noch vorstellen, dass ich ihn behalte. Ich würde dann orangene Rückleuchten, also originale Rückleuchten drauf machen. Und vorne hat er ja die Schirmchen mit diesen Angel Eyes. Auch das wäre, glaube ich, für mich eher so, das würde ich rückrüsten, das Originale. Aber das sind halt die Geschmäcker verschieden. Ja, mehr möchte ich euch dazu nicht zeigen. Der Wagen ist kalt und den möchte ich jetzt hier nicht hochdrehen. Und er müsste ein bisschen eingestellt werden, er läuft ein bisschen zu fett. Das kann man noch im Nachgang machen, aber es ist hier auf der Messe nicht möglich. Aber ich möchte heute einfach erstmal erste Einblicke zeigen zu dem Auto. Vorne zeige ich euch noch den Kofferraum. Auto lasse ich auf, dass die Zuschauer schauen können. Übrigens auch sehr geil. Das ist, wer erkennt es wieder von euch? Ja? Porsche, wer erkennt es wieder? Porsche 956 und hier unten habe ich den Griff, damit ich euch die Haube aufmachen kann. Hier haben wir noch mal eine Domstrebe drin verbaut, aber wie immer kommt von mir natürlich auch ein Klassik-Data-Gutachten. Reparaturleitfaden noch mal dabei zum Motor. Hier mache ich es heute kurz und knapp, weil wir hier auf der Messe sind. Der Wagen wurde durchgecheckt von GTÜ in Waldbröl in Zusammenarbeit mit Klassik-Data. Und auch Classic Data hat hier ein Resümee gegeben. Das möchte ich vielleicht mal kurz zitieren. Also hier steht natürlich ganz klar drin, was alles gemacht worden ist. Übrigens auch das hier unten drin. Ne? Wenn ihr hier unten schaut, da seht ihr das Porsche, die Ölkühler und so drin. Wir haben den Wagen hier nicht auf der Bühne. Aber hier steht drin, dass hier ein Typ 4 Boxermotor drin ist, was hier alles an Veränderungen dran sind. Und dass individuelle Umbauten in dem Fahrzeug drin sind. Und die Umbauten letztendlich nie 100% sicher, also identisch sind. Deswegen war es auch ein bisschen schwierig, den Marktpreis zu finden. Also sie haben wirklich eine Woche das Fahrzeug bei sich stehen gehabt, um alles zu schauen und zu prüfen. Und letztendlich zitiere ich mal hier, durch die individuellen Umbauten und Modifikationen hat sich das Fahrzeug vom Auslieferzustand entfernt.
auch wenn derartige Umbauten in der Szene häufiger vorgenommen werden und auch in der Szene akzeptiert sind, sind die Umbauten untereinander nie 100% identisch. Je nach Art und Umfang der Umbauten, der Qualitäten, der durchgeführten Arbeiten mit dem verwendeten Material kann, wie bei diesem Fahrzeug, eine Werterhöhung gegenüber dem Basismodell eintreten. Warum? Weil wir hier natürlich teurer im Preis sind, wie vielleicht bei einem Basismodell. Und dann unter folgender Beachtung der uns zur Verfügung gestellten Informationen zu dem Fahrzeug und unter Berücksichtigung ähnlicher und vergleichbarer Modelle, der Qualität der ausgeführten Arbeiten und der verwendeten Materialien, sowie dem automobilhistorischen Stellenwert dieses Modells halten wir einen Marktwert im Zustand 2 von ca. 40.000 bis 45.000 Euro für realistisch. Das Gesamtzustand von diesem Fahrzeug befindet sich sogar im Zustand von 2 plus und wir sind bei einem Marktwert von 48.000 Euro. Hier ist der Text, ist ein bisschen ausführlicher geschrieben. Ich zeige nur die Kurzfassung, wie es im Note 2 wäre von Classic Data bestätigt. Und der aktuelle Sachverständige hat hier einen Marktwert von 48.000 ermittelt. Wir haben lange gebraucht für die Preisfindung und bieten das Auto für 44.800 Euro auf dem Markt an. Es wird sicherlich einen Messepreis dazu geben und wenn wir das Auto ausliefern, ist der Wagen nochmal einen neuen Service, bekommt er natürlich neue Reifen drauf. Die Reifen sehen aus wie neu, aber die sind nicht mehr ganz neu. Der wird natürlich im einwandfreien Zustand von uns ausgeliefert. Es ist bei uns ein Fahrzeug aus unserem Bestand. Es ist kein Kommissionsfahrzeug und dementsprechend können wir hier sogar die gesetzliche Gewährleistung draufgeben, da der Wagen einfach in einem Top-Zustand ist. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Ennis zeigt euch noch ein paar Eindrücke von dem Fahrzeug, von den Scheinwerfern, von den Rückleuchten, von so ein paar Kleinigkeiten. Und ansonsten sage ich vielen Dank, dass ihr da seid und wir sehen uns heute sicherlich nochmal bei einem weiteren Video oder bei anderen Sachen hier im Haus.